Moin und hallo zu einer weiteren Folge der Sonntag mit Christel P., die Sonntagsnews. Wir haben unsere Sonntagsnews wieder mal unterteilt in Kanalnews, Datenbank und Community. So, wir fangen mal an mit den Kanalnews. Meine angekündigten Let's Tests habe ich verschoben. Leider. Es ging nicht. Ich habe es verschoben aus zeitlichen Gründen. Die waren nochmal Let's Test Counter-Strike und Let's Test Clash of Clans auf der Android-Version auf dem Handy. Ja, die werden jetzt in den nächsten 2 Wochen auf jeden Fall kommen. Ich versuche, dass ich die rausbringe. Auf jeden Fall. Dann gibt es ein neues LS15-Projekt auf der Ammergauer Alpenmap. Das werde ich starten, denn ich fand so langsam die Holzhausen-Map bisschen langweilig und es bringt immer wie mehr Let's Player diese Map raus und ich dachte mir, ich fange mal ein neues Let's Play auf der Ammergauer Alpen an. Es wird auch immer wieder Talkcaster dabei sein, wie der Fabi747, mein YouTube, wie soll ich sagen, mein YouTube-Partner, sage ich jetzt mal, mit dem ich auch wieder bei mehreren Projekten dabei sein werde. Ja, der wird dann als Talkgast oder vielleicht mal als Spielkollege dabei sein. So, dann machen wir weiter mit der Datenbank. Ich habe meine 60 Abonnenten erreicht. Darüber freue ich mich sehr. Also 5 Abonnenten mehr seit der letzten Sonntags-News-Folge. Meine Aufrufzahlen von den LS-Folgen sind stabil, von den OMSI-Folgen auch. Eigentlich alle Let's Plays, wo ich rausgebracht habe, verhalten sich mit den Aufrufszahlen im Durchschnitt sehr stabil. Das freut mich. Und ja, das macht Bock auf weitere Let's Plays und die werden kommen. So, nun komme ich zur Community-Sektion. Es kam keine Community-Fragen und darum, wie gesagt, erzähle ich etwas über meine eigene Person kurz. Ich bin 17 Jahre alt und ich Let's Play auf meinem Kanal seit dem April 2014. Ja, das war's eigentlich schon. Ich bringe auf dem Kanal LS15, also viele Simulatoren, paar Let's Tests von Android-Spielen, ein paar Montagen, aber die werden auch wieder, oder Real-Life-Montagen, die werden weniger. Die werde ich mal auf einem Extra-Kanal noch machen vielleicht. Ja, das war's eigentlich schon. So, das war's auch von meiner Sonntags-News-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liked es, kommentiert es, abonniert mich vielleicht. Und ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Chris LP.